Werner Kleine und Svenja Naumann, die sehen wir hier angelaufen kommen. Die sind in Wuppertal-Oberbarmen ja quasi im Auftrag des Herrn unterwegs. Es ist Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit und bei Katholiken dann auch der Tag für ein Aschenkreuz auf der Stirn. Normalerweise holt man sich das Zeichen ja in der Kirche ab. Heute kommt sie zum ersten Mal bei den Schäfchen vorbei, quasi ein Aschenkreuz to go. Das ist ausnahmsweise mal etwas, das nicht wir erfunden haben. Das gibt es in den USA schon länger. Wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen oder Rundfunk hören, dann hören Sie, was man alles fasten kann. Autofasten, Handyfasten, Internetfasten, Süßigkeitenfasten. Das können Sie alles tun. Ich glaube nur nicht, dass das Sie Ihrem Ziel wirklich näher bringt. Denn das Fasten in sich hat keinen Sinn. Auf Besinnung kommt es an. Aus diesen Buchsbaumzweigen macht Werner Kleine jetzt erst einmal die Asche. Dann geht es lautstark auf den Wochenmarkt. Klappern gehört ja zum Handwerk, gerade auf einem Markt. Und da habe ich gedacht, irgendwie müssen wir auf uns aufmerksam machen. Dann kam mir die Idee, diese Klappern, die eigentlich eben an die Kar- und Ostertage gehören, jetzt am Aschermittwoch zu aktivieren. Sie haben schon? Wollte ich ja sagen, ich kenne Sie doch. Ja, natürlich. Ja, klar. Okay. Das Aschenkreuz to go kommt bei den meisten gut an. Bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Gott segne dich. Wir verteilen heute das Aschenkreuz. Also. Oh nee, das wollen wir nicht. Brauchen Sie nicht, okay. Gott. Bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Okay, danke. Gott segne dich. Ich bin bis jetzt sehr überrascht und angetan von dem Erfolg, wenn man von Erfolg überhaupt sprechen will, dass doch so viele am Berliner Plätzchen bei der Andacht schon dabei waren und dass wir jetzt hier, wo wir den Platz ziehen, auch viele schon hatten, die das Aschenkreuz empfangen wollten. Bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Gott segne dich. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Und deswegen auch, ich denke, wenn der noch da steht, dann gehe ich mal dahin. Okay? Do you want? Ja, ja, ja. Okay. Werner Kleine bietet sein Aschenkreuz auch diesem Mann aus Syrien an. Gott segne dich. Danke. Hat Sie das jetzt überrascht, dass er ja gesagt hat? Nicht wirklich, wir sind in Wuppertal. Hier überrascht mich nichts mehr in dieser Stadt. Hier noch jemand Aschenkreuz? Mensch, bedenke, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Alles Gute Ihnen. Bitte schön. Ist das eine Überraschung für Sie? Ja. Also für mich ja. Für mich auch. Ich habe nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Aber sehr schön. Ne? Kommt die Kirche zu uns. Toll. Gute Idee. Danke.